Wir beide müssen in den Ring rein für den Eduard. Ich brauche blaue Flecken für Eduard. Der braucht Geld, der braucht unsere Unterstützung. Was hat er gesagt? Uwe, rede nicht. Ich komme. Wo ist das? Ich mach das sofort. Es ist Eduard. Ja, hier. Ausland, ja. Ausland, Ausland. Gegen Profisportler in den Ring zu steigen, ich muss sagen... Er riskiert, ich sag mal wirklich, er riskiert alles, nur um anderen zu helfen. Und davor ziehe ich wirklich den Hut. Danke, Uwe, dass du so bist, wie du bist. Ich bin groß geworden und ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich glaube, das macht die IG Metall aus, dass wir auch, wenn wir Erfolg haben, immer für die Menschen da sind, die es nicht so gut geht. Das zeigt uns Solidarität, so Toleranz. Anstand braucht dieses Land! Den besten Boxer momentan, Pound for Pound, hier ist für Sie, meine Damen und Herren, Gennady Triple G Golovkin. Und das darf Uwe Hütten machen, und meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Es geht los. Eins, zwei, und Gennady, du bist so cool. 25.000 Euro! Unterstützung sind wir so weit gekommen, denn ohne euch wäre Eddie bereits Ende März zu Hause als ein Intensivpatient. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen dafür, dass ihr unseren Eddie nicht im Stich gelassen habt. Ja, wir freuen uns alle, dass wir heute hier dabei sind. Und wir wünschen dir natürlich in Zukunft noch viele, viele, viele Verteidigungen als Freunde. Schön, dass du hier bist. Dass du den Weg nicht gescheut hast, von Stuttgart zu Erden kommst. Ringfrei und 1. Meine Damen und Herren, es wird auch hier nach diesem Kampf keine Urteilsfindung geben, aber diese beiden Athleten haben...
haben ihren stehenden Applaus verdient. Dann schleiche ich mich hier mal an Firat Aslan an. Firat, klasse Leistung, man sieht auch, du hast ganz schön schwitzen müssen. War es der erwartet harte Kampf? Auf jeden Fall, ich muss einmal danke an Uwe Hück sagen für diesen grandiosen Kampf. Ich muss echt sagen, also wenn der Uwe zuschlägt, wenn du da nicht aufpasst, bist du K.O. Das sind wirklich 100 Kilo Power. Der hat das gleiche Kampfgewicht wie Mike Tyson, aber ich bin ehrlich, also ich habe es durch die Deckung durchgespürt. Und ich muss sagen, Hut ab vor Uwe Hück. Danke für alle, die das hier ermöglicht haben an IG Metall und alle, die beteiligt waren. Vielen Dank dafür, dass wir hier teilhaben durften. Danke nochmal an Uwe Hück und mein ganzes Team. Herzlichen Dank an alle. Danke, und vielen Dank an Team Arsenal und Sie natürlich. Uwe Hück. Vor allem Pirat und ich haben ausgemacht, wir wollen hier unseren Kollegen und Kolleginnen alles zeigen. Wir wollen blaue Flecken haben. Ihr sollt sehen, wie wir uns quälen, dann könnt ihr besser spenden für den Eduard. Der ist heute der Sieger. Er ist mit 0,5012 Punkte rausgegangen. Ich finde das gut. Eduard! Eduard! Und gewonnen hat Edi. Das hat der Uwe Hück schon gesagt. Aber für euch beide, Uwe und dieser Pirat, unentschieden. Von mir aus. Ich fand, es war eine großartige Veranstaltung, wo man ja auch gemerkt hat, das Publikum ist richtig gut mitgegangen. Die Halle war voll, man hat diese emotionalen Momente gespürt, als dann auch die Familie Gutknecht dann noch ein paar Worte gesagt hat. Ich finde, das war sportlich interessant, die Leute hatten Spaß, das war, glaube ich, das Wichtigste. Und es ist eine gute Menge Geld zusammengekommen für den guten Zweck. Also am Ende des Tages ein richtig gelungener Abend. Ich finde es super, dass Leute wie Firat Aslan sich da zur Verfügung stellen, also dass man Boxen auf hohem Niveau sehen kann, auch andere Boxer natürlich, Spick und so weiter, Stieglitz, also dass wirklich da so eine Boxfamilie zusammenhält, das fand ich hervorragend. Ich glaube, dass man mit so vielen Zuschauern nicht gerechnet hat, auch die Veranstalter nicht. Ich glaube, dass diese Resonanz, die wir heute erlebt haben, eine ganz, ganz besondere ist und das, denke ich, hilft auch der Familie Gutknecht jetzt zu sehen, dass da ganz viele Freunde da sind, die ihr helfen und auch weiterhin ihr beistehen werden. Und wenn die Fortschritte, die Eddie Gutknecht gemacht hat bis hierhin, vielleicht so weitergehen, dann hoffen wir alle mal auf ein Boxwunder. Also ich hatte die Anfrage bekommen, hier teilzunehmen und habe natürlich gleich ja gesagt, weil einfach eine Herzensangelegenheit, ich kenne Eddie auch oder schon ganz, ganz lange. Er war einer der besten Boxer aus Deutschland und logischerweise ist man da gleich bereit und versucht durch seine Anwesenheit zu helfen und versucht auch zu motivieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch den Zusammenhalt gesehen hat. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben, dass Eddie eben halt so, sag ich mal, zu kämpfen hat. Und ich wünsche natürlich alles, alles Gute, dass er wieder den Schritt ins Leben findet.